InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Groove Doctors, ein Name, der für rockige Musik, perfekten Sound und Feeling, das unter die Haut geht, steht. Seit vielen Jahren kommt diese teilweise aus Profis bestehende Formation nach Ried. Seit einigen Jahren explizit in Alois Sterninges Braugasthof Kellerbräu. Zu hören, aber wenn dann gut, ne? Yeah! Jungs, Spitzen, ja! Achtmal! Warum nicht öfter? In der Besetzung geht das nicht mehr, weil wir alle eigene Bands haben. Das ist Just for Fun Project. Und warum Ried? Weil es im Kellerbräu einfach geil ist. Und der Stamminger Louis einer meiner besten Freunde ist. Deswegen, Just for Fun! Die Musiker müssen auf kleinstem Raum agieren. Seit ein paar Jahren ist die blonde Augenweide der österreichischen Top-Band Seja bei den Groove Doctors an Bord. Quasi als musikalischer Ausgleich zum Erfolgssound der Seja. Aber auch weil Astrid Wirtenberger schon vor ihrem Start bei den Seern Ende der 90er Jahre bei der Groove Doctors Gründungsformation Starmix als Sängerin agierte. Sie ist das ein Ventil, bei dieser Band zu spielen? Niemals gut. Also ich habe das früher schon gemacht. Ich brauche die Musik genauso. Also das ist für mich wie Heimat. Das ist so, am Abend kommen wir wieder in das, wo ich eigentlich herkomme. Wenn man sie sieht, kann man den Titel der Band Seher auch anders schreiben mit H. Seher. Ja. Es macht Spaß, weil es wieder mal was anderes für mich, wieder mal eine andere Art von Musik zu machen. Und es gehört genauso zum Seelenwohl, dass wir sehen. Mit Werner Mann, einem genialen Keyboarder und Musikschullehrer, haben die Groove Doctors einen perfekten Sound- und Arrangement-Spezialisten. Seit einigen Jahren ist auch Rainer Zinekers Tochter Karina Buhr mit dabei. Innerhalb weniger Jahre hat sich die gebürtige Riederin zu einer echten Rockröhre entwickelt. Fantastisch, also die Chemie stimmt einfach unglaublich, es ist ja fast magisch. Und die Songauswahl? Perfekt, besser geht's nicht. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, hoffentlich bald in Ried. Ja, Anfang April 2020.